Okay, Diggi, pass auf. Du kennst das Game kaum, ne? Ja. Okay, wir müssen aufräumen. Ich glaube, ich spiele ohne Musik. Ziel ist es, so viel wie möglich aufzuräumen. Wir versuchen 100% obvious. Wichtig ist, guck mal, wenn du jetzt zum Beispiel hier mit deinem Wischmob das hier sauber machst, wird dein Wischmob dreckig und irgendwann macht der nichts mehr sauber, sondern macht sogar Sachen dreckig. Okay. Dafür brauchen wir hier hinten, wenn du mit den Beinen durch so Blut läufst, schau mal, dann machst du so Spuren. Oh, okay. Das heißt, da müssen wir auch aufpassen. Und hier gibt es einen Eimer. Und da kannst du quasi deinen Wischmob sauber machen. Und du kannst ja auch einen neuen spawnen, dann kommt hier ein neuer raus. Ich weiß nicht, was man mit denen machen muss, die man nicht mehr used. Macht man die einfach in den Müll? Die muss in den Müll. Wo ist unser Müll? Also hier, das ist unser Müll, Bro. Da können wir Dinge verbrennen. Also zum Beispiel jetzt diese Munitionsshells können wir verbrennen hier. Wir können aber auch, wenn wir mal nach hier hinten gehen, diese Maschine hier, die gibt uns so Container. Da können wir so Dinge reinfüllen, da müssen wir nicht alles einzeln einsammeln. So Biohazard, okay. Okay, ja, lass uns, also am Anfang, bevor wir sauber machen, wollen wir die ganzen... Okay, gut, vielleicht sollten wir den Bree einzeln nehmen, Dicker. Ich glaube, der Bree ist verbuggt bisschen. Ja, der ist ein bisschen buggy. Also auf jeden Fall wollen wir die ganzen groben Sachen erstmal wegmachen, alright? Das ist unser Ziel, erstmal die ganzen Leichenteile zerstören. Okay, dann nehme ich mal den hier mit. Okay, Bro, willst du... Sollen wir erstmal zusammen die großen Leichen machen? Ja, lass erstmal die Leichen. Okay. Okay, wie sieht's hier oben aus? Ich weiß nicht, ob wir solche... Müssen wir solche Fässer auch machen? Ich glaube, man muss nicht alles aufräumen. Explodiert das? Pass auf, ich glaube, das explodiert, Bro. Was, wenn du Mann bist, gehst du hin und machst... Ey, Rerap, wir räumen einfach alles auf. Scheißegal. Ja, Mann, lass alles wegräumen. Auch diese Schilder und so. Einfach alles weg. Dass wir richtig Besenreines hinterlassen. Mehr als Besenrein. Hier so ein Ölfass zum Beispiel. Machen wir auch. Okay, erstmal die ganze grobe Scheiße weg, Bruder. Können wir sterben in-game? Nee, können wir nicht. Ich lieb's jetzt schon. Ich glaube, wenn wir das ganze Grobe weg haben, Diggi, ist es smart, in einer Ecke anzufangen. Und uns so langsam vorzuarbeiten, weil wenn wir immer wieder durch dieselbe scheiße Blut laufen, dann machen wir uns halt immer mehr Stress, als wir müssen, weißt du? Ja, oder halt jeder nimmt sich einen Eimer oder so und fängt halt an einer Stelle an, weißt du? Ey, das Game ist einfach, das ist so satisfying, so beruhigend. Ich werfe auch noch diesen Computer hier weg, weil den mag ich nicht persönlich, ich habe ein privates Problem mit dem. Mit wem? Mit diesem Computer-Tablet-Ding hier. Dude, holy shit, chill. Aus Tablets haben Gefühle. Das ist ein Android. Ah, okay, weg damit, Digga. 3 FPS Insta-Stories. Okay, let's go. Ich hatte früher so ein PDA, Alter. Da habe ich immer so Minesweeper gespielt in der Schule. Das war so, ich war so der Erste, der so ein Touchgerät hatte damals. War übertrieben heftig. So ein Palm-Ding, ne? Ja. Digga, es war, imagine, wir kommen einfach aus einer Zeit, wo man einfach Musik mit einem extra Gerät und nicht mit seinem Handy gehört hat. Das muss man einfach mal Leuten von heute erklären. Ja, wie dumm auch einfach. MP3-Player. Ich hatte damals schon richtig fortschrittlichen eigentlich. Ja, guck mal. MP3-Player ist ja noch so ein Ding. MP3-Player kommt ja aus einer Zeit, da war es einfach nicht so üblich, dass jetzt ein Handy irgendwie genug Speicher hatte und irgendwie whatever für Songs. Ja. Yeah. Sehe ich ein. Aber Bro, iPod Touch ist wirklich der überuseless Shit. Ey, iPod Touch hatte ich damals aber. Ja, über viele Leute. Aber iPod Touch muss ich Credits geben, weil auf dem iPod Touch habe ich das erste Mal Podcasts entdeckt, weil die hatten ja da schon diese Podcast-App quasi, weißt du, auf dem iPod Touch. Digga, so lange hörst du schon Podcasts? Bruder, ich sag dir doch, ich höre seit 15 Jahren oder so. Oha, OG, Alter. Ich höre noch Podcasts, da bist du in diesen Podcast-App draufgegangen, da gab es so ein, zwei Podcasts vielleicht in dieser App drin. So lange höre ich schon. Spaß, da gab's mehr. Weird aber. Flex. Day one. Ich bin wirklich OG. Ich glaube, wir wären gute WG-Bewohner zusammen. Safe, ja. Ich glaube, ich wäre immer der die Küche aufräumt. Ja? Ja, der wäre ich. Okay, weißt du was? Ich glaube, ich würde Bad und so machen. Boah, Bad finde ich überwack. Ja, ich weißt du, was ich das Schlimmste finde beim Aufräumen? Ich sage dir, Re-Rap, Staubsaugen. Staubsaugen ist das Schlimmste. Ja, aber ich würde einfach Staubsauger-Roboter mir nehmen. Ja, moin, Alter. Naja, dann weiß ich nicht. Das ist Cheating quasi. Nein. Das zählt nicht. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass diese Staubsaugerroboter so gut funktionieren. Ja, aber die gibt's halt schon echt seit ein paar Jahren jetzt auf dem Markt. Die sind schon ganz gut inzwischen. Gerade wenn du einfach so bei dir in der Wohnung zum Beispiel mit einfach so einem Holzboden
und so, ja, der würde bei dir richtig gut funktionieren. Nur halt mit so Kabel und so ist halt ein bisschen kritisch, aber... Ja, also in meinem Streamingraum würde er obviously nicht funktionieren, so. Ja, nee, oder man macht halt die Kabel so ein bisschen hoch oder so. Aber zum Beispiel die ganz modernen, oder wenn die von einem guten Hersteller sind, dann kannst du in der App auch so Sperrzonen markieren, weißt du? Da hast du eine 3D-Karte und dann kannst du so sagen, yo, in den Streamingraum bitte einfach nicht unter den Tisch fahren oder so. So geil. Das ist schon nice. Bei mir waren gerade 10 Polizisten, 5 Cowboys und Batman, um die Streaming-Gebühr einzutreiben. Jungs, bitte nicht. Batman sogar auch. Das ist krass. Ja. Warst du früher Batman-Fan als Kind? Nee, safe nicht, gell? Ich hab Batman noch nie geguckt. Ah, okay. Wie krieg ich ihn denn einmal zu dir hoch, mein Hase? Siehst du, geht's so? Ich glaube, du kannst ihn einfach... Warte ganz kurz, ich muss mir kurz ein Sandwich belegen. Oh mein Gott, King, ja. Reicht? Halt mal. Nee, ich brauch mehr. Hier suche ich richtig dreckig, Dicker. Okay, ich halt mal so ein bisschen. Da wäre die Hebebühne gut jetzt eigentlich. Ich glaube, ich brauche sogar noch einen Eimer gleich, aber gucken wir mal. Aber hier ist noch Kotze dran. Okay, wir haben's. Haben wir's? Ah, nee, warte, hier ist noch... So, jetzt haben wir's. Oh mein Gott, die ganze Wand ist jetzt dreckig. Ja, die Löcher müssen wir erst machen. Ja, wirklich zuerst die Löcher und... Also wischen wirklich ganz, ganz zum Schluss. Weil wischen geht auch schnell eigentlich. Ist nicht so schlimm, wenn wir Spuren machen und so. Ja. Okay, top. Dankeschön. Ja, nee, aber stimmt. Die Reihenfolge sollte sein, aufsammeln, Löcher, und dann am Ende Ding. Ja. Wischen. Weil ganz ehrlich, wischen geht fix. Hast du doch gesehen bei uns. Warte mal, genau, geh mal mit in diesem Schalter mit dem Schuss-Mode hier lang. Hier, guck mal, schau mal, hier steht das hier noch aus. Hier, wenn man hier steht, hat es ausgeschlagen vorhin. Nee. Nicht mehr? Nee. Glaub, oh, let's go. Dann haben wir das gefixt. Okay, nice. Ich glaube, das war auch der Schmutzanalysator, den du hattest. Okay, geil. Nee, hatte ich nicht, das war der andere. Okay, Schusslöcher haben wir jetzt nicht mehr, ne? Ich lauf grad nochmal hier ab, aber bis jetzt ist alles safe. Geil, Digga, let's go. Gut, dann lege ich die Waffe erstmal weg und komm auch mit dem Scanner mit. Okay, dann ich scanne nochmal. Ah, hier ist noch, Achtung, stopp, hier schlägt er noch aus. Ah, ja, true. Dann bräuchte ich hier einmal die Hebebühne, glaube ich. Ah, schau mal hier, nee. Hier an diesem Panel. Da rechts bei diesem blauen Kabel, siehst du? Nee, was ist da? Ach, da! Oh mein Gott, Digga, wie versteckt. Okay, jetzt ist es weg. Guter, alter Junge, guter Blick, Rätsmann. Danke. Nee, da ist noch, hier ist noch irgendwo was. Hier ist noch irgendwas. Müll oder, Nee, mein Loch. Der Lochdetektor, aber er wird stärker, aber nur ganz schwach. Also irgendwo hier. Ich suche noch ein bisschen ab. Okay, fahr mich mal hoch hier vielleicht. Oder ich fahr dich hoch. Geh mal drauf. Ja. Warte, geh mal hier drauf. Ich werde dich so hoch mit Wumme. Okay, mit Kraft. Okay, das hat nicht so geil funktioniert, wie ich dachte, ja, weil ich nur die Kugel... Ich glaube, er wird auch nicht stärker da oben. Mit der Kugel geht schneller, warte, hier. Irgendwo hier ist es noch. Hier, geh mal drauf. Hier unten ist aber beim Metall an der Wand, meinte jemand. Hier oben ist unten nichts. Ja, wir brauchen die Hebebühne. Lass uns hier die Hebebühne holen, Bro. Holst du die schnell? Yes. Hast du eine Idee, wo es sein kann? Ja, ich denke so... Im Zahnrad oder so, irgendwo so da oben. Okay. Einfach lasern? Ja, ich kann nicht einfach random dahin lasern, Bro. Nee, dann wenn es brennt, ich muss das genau treffen. Kannst du dich nicht selber fahren? Nee, ich muss die Gun halten. Ja, okay, klar. Trinkt der erstmal. Ich muss wirklich die Gun halten, das ist kein Joke. Ach so. We ain't joking out here. Ey, hier steht es aber nicht so aus. Es ist merkwürdig. Ich kann es nicht orten so richtig. Vielleicht irgendwas an der Decke oder so? Wir suchen halt so ein Einschussloch, Chat. Ja, ein Loch muss es sein. Ja, es muss am Zahnrad sein, I guess. What the fuck, Alter. Dann ist es Müll und Einschusslöcher und das andere ist Blut. Ja, true. Das wird's gewesen sein. Ja. Ja, wenn es das wäre, wäre sehr nice. Oh mein Gott, das ist es! Ist es? Okay. We did it! Stark. Ey, das wäre richtig peinlich, wenn es jetzt nicht 100% sind. Okay, mit was würden wir uns zufrieden geben? Über 90? Ey, über 90 will ich auf jeden Fall haben eigentlich. Okay, wollen wir abgeben? Ja, komm. Alright, let's go. Ich bin gespannt. I am proud of my performance. Okay. Oh mein Gott, bitte. The Office. Bitte. Wie viel haben wir? Exceptional steht hier. Ja, aber wo steht, wie viel Prozent wir haben? Hier! 100%, let's go! Oh mein Gott, ehrlich? Let's go, ja! Oh mein Gott, das hätte ich nicht gedacht. Oh mein Gott, Digga! Und wir haben 1 Stunde 28 gebraucht, die empfehlende Zeit war 1 Stunde 30. Digga. Wir sind unter der Zeit? Wir sind unter der Zeit und wir haben 100%. Let's go! Wir sind so krank, Digga. Erste Match.